Wieder verbinden erfolgreich. Okay. Ja. Zack, wir sollten also wieder da sein. Ja. Eben gerade eine Minute, aber war halt gerade die Minute, wo ich Headset aufgesetzt habe und das Mikro wieder aktivieren wollte. Merkte, wenn ich zu OBS rübergehe, kriege ich eine Sanktuhr. Ja. Okay, zurück zu Minecraft. Weiter geht's. Ja. Die Musik war auch weg bei mir auf dem Rechner. Also, weiß nicht, was da los war. Also gut, klar, ne? OBS hat die Verbindung verloren. Ist aber alles wieder da. Sehr schön. Ne? Das freut uns doch. Oh, ja, huibu, mach dich mal. Ja. Ach ja. Also zurück nach Horseradish, ne? Einmal quer durch die ganze Welt hier wieder. Ui. Bäh, ich mag das nicht, wenn ich hier brenne. So, alles hier erledigt. Guti, dann rennen wir mal. So. Ja, kann passieren. Weiß nicht, was es war. Grüß dich, Obi-Wan. Hi. Hi. Mensch, heute so spät. So. Ah, ja. Obi-Wan. Gleich für dich auch die Info. Ich will weiter nach Horseradish. Sonntag werde ich nicht streamen, weil ich Montag früh raus muss. Und morgen gibt es aber normal ab 19 Uhr Stream. Allerdings kein Test Drive Unlimited 2, sondern mir ist mal wieder nach Trackmania. Ich weiß jetzt nicht, ob oder noch nicht, ob Trackmania 2 oder Trackmania United Forever. Da bist du. Hm? Ja, ha, Leute, Treffer und was für einer. So, schwuppdiwupp, hier geht's nach Horseradish. Und, ach, hier siehst du, dann kann man dir auch gleich mal zeigen. Die neue Minecart-Strecke. Okay, hier haben wir gerade Sonnenuntergang. Das heißt, wir hauen uns gleich mal hin. So. So. Schübidübidüb. Zack, zack, zack. Und lang gemacht. So. So. Dann machen wir uns mit dem Minecart auf Richtung Schwarzeichenfestung. Ja, und von da aus dann einfach querfeld ein. Ach, siehst du mal, hier könnte man. Obwohl, doch, hier könnte ich mal gucken. Habe ich hier noch. Hier habe ich noch ein paar Möhren rumzufliegen. Die können wir dann an den Tolzlewski-Höhlen einpflanzen. Ja, so. Schwupp, hoch hier und hoch hier und habe die. So, genau, dann Minecart und zur Schwarzeichenschlucht. Und von dort aus wollten wir einfach mal zu Fuß, einfach straight nach Norden durch, na, zu den Tolstoyevsky-Höhlen, damit ihr auch mal was anderes seht hier. Oh, also immer nur dieselben Ecken. Oh, hier waren wir auch schon lange nicht mehr. Das war auch noch Zeiten, als wir die Ecke hier ausgeforscht haben und ja, wie gesagt, hier die Schwarzeichenholzfestung gebaut haben.
Alter Schwede. So, ich bin der Meinung, wenn wir auf die andere Seite rübergehen. Das müsste. Hier ist der Übergang. Genau. Dann gibt es nämlich da einen Ausgang. Und zack, von hier aus machen wir uns dann einfach straight nach Norden auf den Weg. Dann sollten wir direkt zu den Tolstojewski-Höhlen kommen. Und von da aus geht es ja dann weiter zu dem neuen Punkt, den wir uns ausgeguckt haben. Ne, die fliegende Insel an der Küste. Ui, Platsch. Und nördlich davon müsste es ja dann schon sein. Oh, hier haben wir Lehm. Ich habe nur ein volles Inventar, deswegen kann ich den jetzt nicht mitnehmen. Ah, siehst du, da sehen wir sie schon. Sehr schön. Das geht doch ruckzuck. Ja, Obi-Wan, für dich als Update. Die Minecart-Strecke zwischen Wonnenaufgang, also der Insel mit dem Lavafall und Wasserfall und den Tolstojewski-Höhlen, die ist jetzt fertig. Und auch die Minecart-Strecke nach Horseradish ist auch fertig, richtig alles komplett mit Pfeilern unterbaut. Und wir sind jetzt von Horseradish, nicht von Horseradish aus, hier, sondern hier von den Tolstojewski-Höhlen aus nach Norden ein bisschen unterwegs gewesen. So ein bisschen an der Küste lang, um zu gucken, was es da noch gibt, und haben da eine fliegende Insel gefunden. So, zack, 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 zack. Habe ich hier noch ein bisschen Platz, dann können wir hier schon mal orange Keramik reinhauen. Den Garnit nehmen wir mal mit, der kommt in die Krempeltruhe. Hier hatten wir eine orange Keramik hatten wir über. Na toll. So, die Knochen und das Knochenmehl können wir im Prinzip auch mitnehmen. So, dafür packen wir hier auch nochmal Keramik rein. Uns Holz mitnehmen, normales Eichenholz ist da ja nie verkehrt, und braune Keramik, die können wir hier lassen. So. Und ja, hier können wir noch ein Stack normale Keramik reinschmeißen. Ebenfalls. Ja, das ist hier unsere Krempeltruhe. Und hier haben wir noch ein bisschen Platz. Siehst du wohl, hier haben wir auch noch rote Keramik. Dass wir uns noch was mitnehmen. Obwohl drei Stacks sollten eigentlich reichen. Was wir viel eher bräuchten, um nachher den Netherrack anzuzünden, wäre ein Feuerzeug. Das haben wir allerdings nicht hier. Und ich habe auch keine Flintstones. Aber wir schauen einfach mal. Notfalls müssen wir wieder zurückrennen. Ja, wie gesagt, die Minecart-Strecke nach Wonnenaufgang führt eben hier lang. Und siehst du mal, hier kann ich jetzt mal wenigstens, zack, eine orange Keramik da rein donnern. Na, führt hier durch diesen Tunnel, beziehungsweise, ja, Schacht, Kanal, Röhre, bis nach Wonnenaufgang.
Kann uns das Ganze gleich nochmal von außen angucken. Na, das hier haben wir heute gebaut. Das ist heute entstanden. Und weißt du was, da könnten wir den einen doch auch gleich. Wo ist er denn hier? Hier muss noch ein Klotz Erde rumfliegen, der da oben rausgeplumpst ist. Wo ist der denn hin? Ich habe da einen Klotz Erde rausgenommen. Egal. ja, wir sind halt von hier aus von den Tolstojewski-Höhlen aus haben wir das heute hier so ein bisschen erkundet. Und du siehst, ich habe da hinten schon angefangen, einen Weg vorzubereiten, beziehungsweise eine Minecart-Strecke vorzubereiten. Ich habe ja hier in den Tolstojewski-Höhlen noch einen zweiten Abzweig als Minecart-Strecke, den ich dann hier lang führen werde. Ups. Denn hier auf unserem Weg nach Norden, wir haben uns also auch das Plateau da oben ein bisschen angeguckt heute, ein paar Höhlen, kleinere, erkundet. Eine Schlucht war dabei, ja, allerdings ohne Mine und ohne Spawner, also kein typischer Let's Show Play Minecraft Dreiklang. Ja. Die Küste zum Mesa-Biom ist hier in die Richtung, ne, also jetzt auf unserer linken Seite quasi. Und jawohl, da hinten sieht man es schon auftauchen. Weiß nicht, ob es im Stream sichtbar ist, aber es ist einfach nur ein bisschen hell, dass es da jetzt aus dem Schatten auftaucht, generiert wird. Ja. So, zack, und da sieht man sie schon. Ja. Schöne große fliegende Insel. Und damit es nicht ständig rauf und runter geht. Ach, guck mal, Mensch. Guck, was haben wir denn hier? das beleuchten wir auch mal so ein bisschen. So, ja, ist ja okay. Hübli hüpf. Und dann geht's in die Richtung weiter. Ui, da haben wir ja auch nochmal eine Höhle. Sogar mehrere. Da unten ist eine, da ist eine, da oben ist auch noch ein Eingang. So wie es aussieht. Also da haben wir hier rundherum noch so ein bisschen was zu entdecken und erkunden. Warte mal, die drei Blöcke hier nehmen wir mal mit. Nur die brauchen hier oben nicht unnötig den Berg hoch machen. Einen können wir hier reinklatschen. Und ja, so, hier haben wir sie also. Fliegende Insel. Die natürlich nicht einfach jetzt hier so weiter rumfliegen kann, ne? Sondern die muss schon untermauert werden. Und dafür habe ich mir eben jetzt eine Schlucht ohne Mine. Ja. Ja. So, dann. Lass mal hier auch ein Workbench, das ist ein Ofen, hätte ich mir gleich noch mitnehmen können, sollen, dürfen, aber erstmal hauen wir uns hier hin. Ja, und von hier aus wäre es halt zum Beispiel wieder interessant, nach Westen gerade eine Minecart-Strecke rüberzulegen, weil wir dann wieder ins Mesa-Biom reinkommen. Und da nochmal einen Anschluss haben, so ungefähr in der Mitte zwischen Porzellanmine und Resminia. Siehst du Türen zum Beispiel, die ich mir mitnehmen können. Was bin ich denn für einer? So, jetzt nochmal ein paar Fackeln. Kohle.
Namuku. So, und dann schauen wir mal, das und wie wir das hier gestalten. 1, 2, 3. Hier für die Minecart-Strecke raus. Zack, zack, zack. Muku, mach mal Platz hier. Ich sagte, mach mal Platz hier. Ich weiß, es ist zweifellos interessant, aber. No. So. No, hier müssen wir natürlich dann auch wieder so machen, dass wir das richtig haben. So. Zack, zack, zack. Ja, ich weiß, da hätte ich keine rote Keramik reinsetzen müssen. So. Und ja, ich würde schon sagen, ab hier können wir hier schon diagonal wieder reingehen. So. Mädels, komm, geh mal hier runter. Das ist die Baustelle hier. Ja, pass mal auf. Das ist doch. Am Ende tut er euch noch was und dann heult er rum. Ja? Also, dass mir hier keine Klagen kommen. So. Ja. So. Und zack, zack. Kann man dann auch mal wegnehmen. Na. So, dann haben wir hier. Oder ziehen wir hier schon mal den Grundriss. Das ist jetzt ein bisschen mehr. Zack, so. Dass der jetzt eigentlich ein zu weit ist, aber hier soweit passt das ja ganz gut. Das heißt, wir müssen hier das einfach einen weiterziehen. So. Na, mach dich mal weg. Ich hab euch gewarnt. Ja, hör auf zu muhen. Ja? So, jetzt geht das nämlich hier schön so lang. So, Mädel, komm raus hier. Hopp, mach Hoppchen. So ist brav. No, das können wir erstmal. Siehst du, Tür, ne? Und so eine Späße. So. Können wir das hier in bewährter Manier erstmal aufbauen. So die Ecken. So. Keramik. So, und hier müssen wir dann sehen, wie wir das dann machen mit Fenstern und Co. Aber erstmal können wir hier, ne, zwei höher und das halt auch entsprechend mitziehen. So, machen wir es erstmal. Ups, das ist jetzt natürlich die Sache. Warte mal, sind wir hier schon so hoch? Ah, okay. Ah, deswegen kannst du hier nicht hüpfen. Okay, prügeln wir die Fenster später rein. Ziehen das hier erstmal so hoch, dass wir das dann auch abgeschlossen haben. So. So. Jawollo. Nee, wir machen oben keinen Rahmen.
sondern ziehen das so durch. Wasser hier, so, und dann während der Erde. Zack, so. 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 Jetzt mal hier und dann. Hier muss er ja weg. Ja, und da passt es dann wieder. So. Können wir den zweiten Stack uns schon holen. Und. Zack, zack, zack. Und. Zack. Jawohl. Hier ist wieder doch. So. Und dann können wir hier wieder zack, zack. Plopp. Müssen wir ihn reinsetzen, dass wir rüberlaufen können. So. Und dann wieder. Zack, zack. Ja, müssen wir hier. Das mal dicht machen. So. Oh, das passt sich doch ganz gut an hier. Zack. Kuh, also weißt du. Neugierig sind die gar nicht, diese Mistviecher, ne? So, und zack. Zack, zack, zack. Jawohl. Und dann der dritte Stack rote Keramik. Zack, zack, und das ziehen wir mal so weit hier unten durch. So, so und so. So, dass wir das hier auch noch machen können. Ups. So, und. Okay. Dann haben wir das von der Grundstruktur erstmal. Ja. Können das hier soweit. Klack, klack. Jawohl. Namuku. Nein, nicht reinhüpfen. Bleibst du wohl draußen? So. Na, plopp, plopp. Plopp, plopp. Na, können wir hier gleich Scheiben reinsetzen. So. Okay. Einer wird hier ja. Mindestens einer. Minecart-Streckenausgang, deswegen lassen wir das mal so. Und du kommst ja auch erstmal beiseite. Ja, Muku, da guckst du, ne? Auch Kühe wollen ein Dach über dem Kopf. Ah, siehst du, so, die Ecke hier haben wir vergessen. Und die hier. So. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Und hier könnte die Minecart-Strecke von drüben ankommen. Das wäre eine Sache. Knobeln wir uns aber noch aus. Ja. Erstmal beleuchten wir das hier auch noch ein bisschen provisorisch. So, so. So, erstmal wieder hingehauen. Fußboden kommt dann auch noch rein.
Und hier knobeln wir uns das auch noch aus. Hier wäre... Na, das geht ja. Das fügt sich ja. So. So. Hier kommt oben auch erstmal eine Reihe noch lang. Ups. Soweit, dass wir einen Boden reinziehen können und alles. So. Die Seite will ich von der Gestaltung mal noch ein bisschen offen lassen. Wir machen uns erstmal Slabs, Eichenholz-Slabs, ganz gewöhnliche, die wir hier als Fußboden dann reinziehen. So, und zwar, das machen wir mal. Machen wir doch hier so auf der Ebene. Ach, Kuh, weißt du. Willst du verarbeitet werden, oder was? Willst du deinen Beitrag... Ich sag ja, neugierig sind die Biester gar nicht, ne? Ach, Mädchen. Mädchen. Ja, also mit den Minecart-Strecken. Also Mädels, wenn ihr hier einziehen wollt, dann müsst ihr aber auch Miete zahlen, ja? Ist klar. Ja? So, dann brauchen wir nochmal. So, zack. Zack. Mach mal Platz hier. So. So. Und zack, 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 zack. So. Na, siehst du wohl, ne? Decke füllen wir hier dann auch noch mit Stein aus. Und hier können wir das auch erstmal so machen. Jo, das haut ja auch hin. Das war dann hier. Damit wir eine Tür haben. Und so. Bloß ein bisschen wenig Glas haben wir jetzt dabei. Alles keine Affäre. Der hier ist in der Mitte. Das heißt. Hüpf, da kommt Glas rein. Hüpf, da kommt Glas rein. Außen natürlich sowieso. Ja. So. All in all, it's just another cow on the wall. Genau. Sehr schön. All in all, it's just another cow in the wall. Ja, geil. Schön, gefällt mir. So, okay. Materialmäßig sind wir hier dann soweit eigentlich fertig. Außer, dass wir uns mal ein bisschen dann Gedanken noch machen, wie wir den Netherrack dann hier draußen platzieren. Das würde ich so machen. Der kann natürlich brennen dann später, das ist ja keine Affäre. Hier ist ja dann kein Holz. Ne? So, dass wir halt hier eben auch gleich eine schöne
die Leuchtung haben. Das werden wir dann hier später auch noch mit... Oh, weißt du was? Das können wir auch gleich mit Erde auffüllen. Soweit. Und Replay. Cows just wanna have fun. Genau. Ach. Mädels. Also. Cows just wanna have fun. Also. Leute. Ihr seid mir hier schon eine Verrückte. Ich weiß, jetzt ist Rinderwahnsinn. Oh. So, hier werden wir noch ein bisschen die Erde mal platzieren. So. Können dann später noch gucken, wie wir das dann arrangieren. So, hier müssen wir natürlich dann auch Außenbeleuchtung dran. So. 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 Okay, halt unter dem oberen. So, also zack. Zack und zack. Und deswegen könnt ihr dann auch erstmal hier weg. Da. Jo, dann haben wir das hier soweit. No, dass das unterstützt ist. Na, hier weiß ich schon mal. Peng. Hier kommt die Dings rein. Und hier können wir dann gleich das schon mal so weit vorbereiten, dass wir dann auch hier schon die Trittplatte drin haben. Na, damit die Tür nachher auch schön automatisch auf und zu geht. So, innen noch ausleuchten. Das machen wir hier auf der Höhe. So, klingeli, klingeli, klack. Jo, sieht soweit gut aus. Treppe werden wir dann noch reinbauen. Das wird ein bisschen schwierig, wo wir die unterbringen. Weil wir haben entweder überall Fenster oder es kommt halt eine Minecart-Strecke rein und raus. Obwohl, da gibt es Möglichkeiten. Das könnte man zum Beispiel, wäre dann eine schmale Treppe einspurig oder man geht halt mit einer Leiter nach oben. Es soll natürlich dann auch halt oben drauf was entstehen. Ne? Kuh. Also irgendwas mit verrückten Kühen muss mir hier einfallen. Ja. So. Irgendwas mit verrückten Kühen oder BSE oder sowas. So. Ja, können wir uns auch gleich mal ganzen Stack davon machen. Tja, Mensch. Ach ja, die Sprüche. Just
Fragezeichen dazwischen. Just another cow in the wall. Der war zu schön, Obi-Wan. Der war zu schön. Der muss verewigt werden. Als Stationsname, ja, Cow in the Wall ginge natürlich. Na, und hier noch Cows just fun. Ach ja, das kennt man natürlich als Nicht-Berliner nicht. Na, aber es gibt in Berlin den Kurfürstendamm, ne? Berliner sagen Kudamm. Und es gibt ein Kneipenviertel, quasi so eine Indoor-Kneipenstraße. Die nennt sich Kudamm-Eck. Das würde mir jetzt hierzu einfallen. Aber. Na, Mädel, also irgendwie. Ihr seid nicht ganz dicht. No. Naja. Okay, aber. Damit, denke ich mal, ist es das für heute. Ja, machen wir mal ein bisschen früher Schluss als sonst. Ja. Schon in Vorbereitung auf Montag. Mädels, was macht ihr da? Leute. Ja, ich denke, das wird hier ein schönes Plätzchen. Ja, das werde ich natürlich noch fertig bauen, aber den Grundzug habt ihr hier ja mitbekommen, wie das aussehen soll. Ja. Wie gesagt, für heute soll es das dann erstmal gewesen sein. Zack. Hier haben wir es und dann machen wir mal die Mucke aus. Jawohl. So. Ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wie gesagt, morgen Trackmania statt Test Drive Unlimited und Sonntag kein Stream. No? Aber morgen ab 19 Uhr wie gewohnt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und verabschiede mich wie üblich mit den Worten: Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.